Nun schau mal. Oh ja, also die 6 Geschütze, das kann ich jetzt nachvollziehen. Die Wummen sind ganz ordentlich. Und wie fährt sich das Ding? Ja, hallo Leute und willkommen zu der Runde RoboCraft. Ja, ich habe gerade schon einen kleinen Willkommensbonus bekommen, das ist sehr praktisch. Ich war seit meinem letzten Video auch gar nicht mehr drin hier im Spiel und ja, hatte jetzt Lust noch mal ein bisschen reinzugucken. Gut, inzwischen weiß ich, dass ich hier relativ viel Mist gebaut habe. Ich bin auch erst Level 2, okay, das sehe ich jetzt auch. Gut, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie ging denn das hier nochmal? Genau. So, Heavy Metal Armored. Wovon habe ich denn noch genug davon? Okay, ich kaufe mir erstmal ein paar neue Steine. So. Bei Cubes. Ja klar, her mit dem Zeug. Okay. Ja. Und ich dachte, wir bauen einfach mal um. Gut, ne? Bei jedem Umbau gehört erstmal das Zerlegen dazu. Ups. Ach, ich und die vielen Tasten hier in dem Spiel. Ich nehme einfach alles weg, das macht die Sache einfacher. Ja, also es wird wahrscheinlich mehr eine Baufolge. Ich will jetzt nichts riesengroßes bauen, aber ich will natürlich jetzt versuchen, meine 6 Geschütze da drauf zu kriegen, wenn ich den Tipp richtig verstanden habe. Ja, an dieser Stelle auch erstmal danke für die Tipps. Ich schau mal, was ich jetzt hier so reißen kann. Und ja. Erstmal weg mit dem ganzen Zeug. Gibt es eine Methode, schnell abzureißen? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wäre ich nicht traurig drüber, das zu erfahren. Wahrscheinlich baue ich jetzt zu viel weg und vergeude jetzt unnötig Steine und in diesem Sinne ja auch irgendwie das Spielgeld, das ich hier zur Verfügung habe. Aber das ist mir gerade egal. Ich will jetzt den ganzen Mist hier weg haben. Ich will es nicht mehr sehen. Und dann machen wir einen Neustart. Gesprungen fröhlich von vorne. Gott, alles ist weg. Ich fliege mal ein bisschen höher. Ist das eigentlich egal, wo ich starte? Das weiß ich gar nicht. Gott, ich setze mal gerade einmal mir so einen Startklotz. Okay. Ich gehe auf Q, gehe hier auf die Armor. Sind das wieder mehr geworden? 150 Stück. Ich hatte doch alle verballert. Kriege ich auch automatisch welche dazu? Auch dazu könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr euch mit dem Spiel auskennt. Immer her mit eurem Wissen. Okay, ich fange mit so einem ganz einfachen. Wow, was mache ich denn da? Untergerüst an. Jetzt setzen wir mal gerade ein paar Räder dran. Ich komme ja immer noch mit den Tasten durcheinander. Der Unterschied zwischen diesen zwei Rädern, der ist mir auch noch nicht wirklich bewusst geworden. Ist jetzt nicht das Entscheidendste, aber. Gott. 3-3, also 6 Reifen, fand ich bisher okay. Bin ich natürlich auch für Tipps offen. Ich muss mal noch was gucken. Ich habe da oben inzwischen so viele Sterne. Nein, hier wollte ich nicht. Dahin wollte ich. Vielleicht noch irgendwas Neues erlernen kann. Andere Wheels sehe ich. Hierfür brauche ich 14. Das dürfte ich ja dann noch nicht können. Gut. Okay. Wunderbar. Gehen wir hier wieder raus. Bauen wir weiter. Gut. Genau. So viel zu der Radkonstruktion. Ha, schwierige Jahreszeit. Ratzfatz hat man einen weg. Aber davon lasse ich mich ja nicht aufhalten. Das letzte Mal, genau, das wollte ich sagen. Letztes Mal habe ich die Räder hier so ein bisschen geschützt. Ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist, ob das sein muss. Aber ich mache es einfach mal wieder vorsichtshalber. Klotz. Ja, so eine wirkliche Idee, was ich bauen will, habe ich noch nicht. Ja, ich experimentiere in diesem Video übrigens wieder mit der Facecam rum. Wenn ihr das nicht seht, dann hat das Experiment nicht geklappt. Aber es könnte funktionieren. Wir werden sehen. Ich glaube, im letzten Video hier war das auch schon so, dass es nicht geklappt hatte mit meiner Facecam, was ich zuvor hatte. Also drückt mir die Daumen. Ah, das wollte ich nicht.
Okay. So ging das hier. Mausrad drehen. Ja, ich habe einfach zu viele Spiele. Verschiedenen Steuerungen. Aber das kennt ihr ja vielleicht. Spiele ansammeln ist ja relativ einfach. Ich weiß, sieht komisch aus, was ich da baue, aber ich will ja mal ein bisschen jetzt hier machen und tun. Und wie gesagt, wird auch mehr eine Baufolge als eine Schlachtenfolge. Vielleicht kriegen wir es schnell genug zusammen. Ich kann es euch aber nicht versprechen, dass das Ding hier jetzt in dieser Folge noch irgendwie schlachtfertig wird. Gut, das Grundgerüst steht jetzt soweit, meiner Meinung nach. Ja. Schön ist das jetzt noch nicht, was ich hier baue. Aber ich weiß jetzt auch nicht so richtig, was ich bauen will. Lassen wir uns gemeinsam überraschen, was ich hier bauen will. Ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht. Soll irgendwie halt, ne? Nicht nur nach 15 aussehen, aber funktionieren. Ich weiß mit dieser komischen Rahmung ja schon ziemlich 0815 ist, was ich hier baue. Egal. Müssen wir jetzt mal so hinnehmen. Oh, Mist. Komm ich da dran? Direkt da. Ach ja. Zumindest haben wir so einen gewissen Schutz für die Reifen. Gleichzeitig, weiß ich nicht, ein Überrollbügel für andere Panzer vielleicht. Oder Roboter, ne? Ist ja Robocraft. Ich sage ja immer so gerne Panzer zu dem Ding, was ich hier baue. Irgendwie soll es ja anscheinend dann mehr ein Roboter sein. Weiß ich jetzt nicht so richtig, aber... Ja, verzeiht mir also, wenn ich das Ding Panzer nenne. Irgendwie ist das für mich so Panzer-Style hier. Ja gut. Jetzt sagt schönes anders, dann sehe ich das ein. Okay, auf jeden Fall habe ich noch Punkte. Oben links könnt ihr das sehen, da seht ihr mein Level 2, wie auch immer ich das geschafft habe. Ich bin Level 2. Und ja, zum anderen halt die Punkte, die ich noch übrig habe hier zum Verbauen. Das war übrigens auch ein Abonnententipp. Beziehungsweise Abonnent weiß ich gar nicht, aber zumindest war es ein Tipp aus den Kommentaren. Ne? Nochmal danke an dieser Stelle. Bringt mich ja erstmal wieder ein Stück weiter. Okay. So, dann setzen wir uns so eine Lampe rein. Wenn man die braucht, weiß ich zwar nicht, aber wenn wir können, dann können wir ja ruhig. Ach, ja. Okay. So, weiter geht's hier mit dem wilden Gebaue. Baue ich nicht wieder zu viele Klötze und kann gleich wieder gar nichts anderes machen. Was mich ja nicht wundern würde. Gut, auf jeden Fall müssen wir da jetzt mal so ein Cockpit-Teil reinsetzen. Nein, falsche Taste. Specials. Den Pilotensitz, der ist natürlich ganz wichtig. Irgendwo muss unser Männchen hier auch sitzen. Ja, dann bauen wir jetzt noch einen schönen Kasten drum und dann werden wir da ein paar Wummen draufsetzen. Den Radar, den hätte ich natürlich gerne. Kosmetik habe ich noch nicht. Waffen habe ich ja noch genug hier im Repertoire. Wow, okay. Baut man das so? Ich weiß ja nicht. Irgendwie doof aus. So, ich darf noch ein paar Punkte. Ich muss manchmal so ein bisschen runter gucken, weil die Facecam quasi im Weg hängt. Die hängt an meinem Monitor und blockiert mir so ein klein bisschen die Sicht auf die Punkte, die ich noch verbauen darf. Wundert euch nicht, wenn ich hier so komische Verrenkungen mache. Das ist kein neuer Tanz, das ist nur, ja.
nur ein Ausgleich. So. Wahnsinn, was ich hier schon wieder für ein festes, hässliches Ding zusammenbaue. Das muss auch gelernt sein, das kann auch nicht jeder. Ach schade, ich habe es befürchtet, dass der da nicht reinpasst. Na gut, dann wird das hier die Radarplattform. So, da darf nichts anderes hin. Dann ist das halt so. Hauptsache, wir haben diesmal genug Platz für die Wummen und dürfen noch ein paar von aufbauen. So, hier die Rundumblick. Sicht oder wie auch immer. Okay. Wow. Das richtig sehe, muss ich das hier oben auflassen, weil mein Fahrer da einsteigen muss. So kam es mir bisher jedenfalls vor, dass ich irgendwie oben eine Öffnung lassen müsste. Na, muss nicht einsteigen, sonst nur da was dran bauen. Ja, okay. Wirklich schwierig, was ich hier zusammendödel. Naja, ihr wisst ja, es ist gut gemeint, auch wenn ich es nicht hinkriege. Ich gebe mein Bestes. Mal gucken, ob ich da gleich irgendwie meine Geschütze drauf kriege. Ein bisschen darf ich noch. Je nachdem natürlich, was so ein Geschütz überhaupt an Kapazität verbraucht. Da bin ich gar nicht wirklich wissend. Aber das soll sich herausfinden lassen. Okay, ja, es wird auch langsam hier weniger an Kapazität, die ich noch habe. Stein, die ich verbauen kann. Gibt es da irgendeinen Namen für? Ich sehe jetzt nicht. Flops steht da. Aber wenigstens diese Abdecksteine will ich noch haben. Dann sehen wir gleich, was ich noch kann und was ich nicht kann. Sechs Stück wären am besten. Wurde mir, glaube ich, als Tipp mitgegeben. Schluckt so ein Ding, das geht ja. Okay. Sind wohl auf einem ganz guten Wege, glaube ich. Ja, die Grundbewaffnung steht. Okay, ist der jetzt besser als letztes Mal? Ist der schlechter? Ich weiß es nicht. Grundlegend würde ich sagen, kann er ja eigentlich nicht schlechter sein. Das ist ja fast unmöglich. Grundlegend ist er halbwegs stabil. Wir haben unsere sechs Reifen hier drunter. Wir haben den Radar drauf. Wir haben ordentlich Armada. Ja. Gut, was soll's. Wie war denn das hier nochmal? Tabulator. Practice. So, gehen wir mal in den Practice Place. Und schau mal. Oh ja, also die sechs Geschütze, das kann ich jetzt nachvollziehen. Die Wummen sind ganz ordentlich. Und wie fährt sich das Ding? Nicht so langsam, wie man glaubt. Kurbenlage ist ein bisschen mickrig. Ich komme schwer rum. Oh, ich komme wirklich schwer um Kurven rum. Meine Radstange schon nah gebaut. Ja. Der fährt ja kaum seitlich. Die Kiste dazu eng gebaut um die Reifen oder was habe ich falsch gemacht? Ach, was soll's. Ja, back to Mothership. Ja, ich würde sagen, wir gehen noch ganz schnell in den Battle und schauen einfach mal. Also das mit der Bewaffnung finde ich cool. Ne? Nochmal danke für den Tipp. Das bringt schon was. Hoffen wir, dass wir hier schnell eine Schlacht kriegen. Und dann kann das ja nur noch lustiger werden. Okay. Ah, es geht los.
Gut, ich bin im blauen Team. Ich glaube, man ist aus seiner eigenen Sicht immer im blauen Team und der Gegner ist immer rot, egal in welchem Team man ist. Okay. Sind noch ein paar Sekunden, da kann ich noch ein bisschen dampfen. Ja, ich bin gespannt, was das Ding hier bringt. Wie gesagt, die Kurvenlage ist sehr schwierig. Da muss ich irgendeinen Fehler eingebaut haben. Auch dazu gerne wieder Kommentare. Wie lenkt man die Karren besser? Oder habe ich diesmal die falschen Reifen genommen? Egal. Ich versuche zu irgendwas hinzukommen und baller drauf. Eine Schlacht machen wir. Dann haben wir von allen wieder was gehabt. Für alle, die das Spiel nicht kennen, Free to Play aus dem Steam Shop. Ich schmeiße euch natürlich wieder den Link und alles in die Videobeschreibung. Ah, doch so ein ganz bisschen kann ich lenken. Okay, wo ist der Feind? Ich will ja eigentlich... Oh, warum lenkt er nicht da? Ich will eigentlich gar nicht in der ersten Reihe stehen, aber... Wenn es so ist, dann ist es halt so. Okay. So. Hä? Was war das denn jetzt? Also irgendwas läuft hier falsch mit meiner Steuerung. Nein, 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 fahr da nicht runter. Irgendwas habe ich ganz rapide falsch gemacht. Oh, ich häng fest. Los, fahr raus da. Hier ist irgendwo der Krieg und ich dödel hier mit meinem Panzer rum. So, jetzt fahre ich schon rückwärts. Naja, Hauptsache ich komme zur Schlacht. Los, ich will doch was schießen. Wo sind die? Oh, da ist was. Feuer frei. Feuer frei. Oh, der schießt ja zurück. Sagt er. Ich lebe immer noch. Na, fahr doch. Feuer, 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 Feuer! Los, 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 los! Oh, warum will er denn nicht? Oh! Well done. Was war da? Irgendwas war gut, glaube ich. Ich hab's gut gemacht. Glaube ich zumindest. Okay, die Lenkung ist trotzdem schwierig. Rückwärts fahre, dreht da Kreise. Ich habe es noch nicht im Griff hier. Aber egal. Vielleicht bleibe ich sogar mal lange in der Schlacht. So. Kannst du rückwärts wieder drehen? Oh Gott, ey. Mangelndes Vaterland. Oh, da ist doch irgendwas. Ich sehe einen Feind. Aber wie komme ich jetzt über diese Brücke? Nein! Okay. Was jetzt passiert? Haben wir gewonnen? Victory! Sieg! Ich weiß nicht, wieso. Ich war jetzt nicht wirklich. Zwei Kills. Scout. Ja. Immer her damit. Immer her damit. Nehme ich doch alles. Das heißt, jetzt kann ich ja wieder in die Forschung gehen. Ach doch, darüber geht das auch. Und kann mir hier mal die anderen Wummen mal gucken, was gibt es denn? Na gut, da muss man erst ein ganzes Stück forschen, wahrscheinlich, damit das Spaß macht. Aber egal, ich wollte Wummen. Gut, das war's mit der Kohle. Mehr ist nicht zu erforschen erstmal. Alles klar. Das hat auch ganz gut funktioniert. Wie gesagt, ich weiß nicht, ich gehe mal nochmal an die Reifen, ob die hier drinnen zu eng stehen und sich nicht bewegen können. Oder ob ich die falschen eingebaut habe. Da zähle ich auf euch. Gebt mir Bescheid, was habe ich gemacht. Wo habe ich Mist gebaut, dass ich das Ding so komisch lenken ließ. Meine Tastatur ist es nicht. Ihr seht, ich kann hier wunderbar frei schweben. Ja Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch freuen. Sagt mir, was ich falsch mache, was ich besser machen muss. Ich versuche zu lernen und zu hören. Immer wenn ich Zeit habe, schaue ich hier mal wieder rein. Das Spiel ist ganz interessant, also will ich gar nicht abstreiten. Gear, wie gesagt, hat für mich den größeren Spaßfaktor, aber der Baufaktor hier ist schon sehr interessant. Ich dödel ja gerne rum. Und ja, in dem Sinne, haut rein und bis die Nächte.